Herr Kegel, gerade kommen Sie aus dem Plenarsaal hier im World Congress Conference Zentrum, haben gerade Ihre Keynote gehalten zum Thema Energiewende. Wie passt das mit der ETG zusammen? Ja, also ich bin im Moment VDE-Präsident für eine Amtszeit von 2 Jahren und als solches muss ich oder darf ich auch an Kongressen teilnehmen, die nicht aus meiner eigenen Fachgesellschaft herauskommen. Ich bin von Hause aus Automatisierungstechniker. Trotzdem gibt es viele Parallelen in unseren Technologien, so wie für die Industrie, für die Automatisierung das Thema Industrie 4.0 und damit Digitalisierung wichtig ist, wird Digitalisierung auch im Bereich der Energiewirtschaft, im Bereich der Energieerzeugung, aber viel wichtiger noch im Bereich der Energienetze eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, um Energieeffizienz, Energieverfügbarkeit, Stromsicherheit, aber auch Verfügbarkeit von Netzen auf Dauer sicherzustellen. Jetzt haben Sie ja in Ihrer Keynote auch gerade so die Randbemerkung gemacht. Ich bin ja eigentlich gar nicht aus Ihrer Branche, aber Automatisierung ist ja im Grunde genommen auch ein weites Feld für die Energiewirtschaft. Wo sehen Sie denn da die Anknüpfungspunkte? Ja, die Anknüpfungspunkte liegen erstmal in Fragen von Security. Wenn wir Digitalisierung betreiben, heißt das, wir haben digitale Datenströme und die müssen sicher sein. Sie müssen vor Manipulation, aber auch vor unberechtigtem Zugriff gesichert werden. Das, was man im Allgemeinen mit dem Begriff Cyber Security umfasst. Da gelten die gleichen Regeln, egal ob es nun ein entsprechendes Automatisierungsnetzwerk ist oder ob es ein Smart Grid Netzwerk ist, das mit Smart Mieters bis in jeden Haushalt reicht. Hier müssen wir sicherstellen, dass die Daten vor Manipulation und vor unbefugtem Zugang geschützt sind. Und das ist ein Thema der Cybersecurity. Hier kümmert sich gerade der VDE darum, um gerade mittelständische Unternehmen ein eigenes CERT, ein Computer Emergency Response Team anzubieten, indem man Incidents sauber aufbereiten, dokumentieren und entsprechende Maßnahmen damit publik machen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um mit dem Thema Cybersecurity weiterzukommen. Als VDE-Präsident wollen Sie ja auch die Marke VDE weiter in den Markt hineintragen. Sie wollen auch sagen, liebe Leute, kümmert euch ein wenig darum. Wenn Sie jetzt heute eine Botschaft absetzen, dass Sie sagen, Leute, kommt mal zum VDE, kommt zum ETG-Kongress. Was würden Sie da sagen? Also wir dürfen die Deutungshoheit von den Zukunftsthemen, die vor uns stehen, nicht ausschließlich Menschen überlassen, die das technisch nicht beurteilen können. Es braucht, um die großen Fragen der Zukunft, und ich denke, der Klimawandel ist vielleicht die Menschheitsherausforderung schlechthin, dazu braucht es Menschen, die das wissenschaftlich, technisch durchdrungen und verstanden haben, die helfen können, diese Probleme zu lösen. Man kann es nicht alleine politisch orientierten Menschen, man kann es nicht alleine Ideologen und man kann es nicht alleine Sozialverbänden überlassen, über das Thema Energie, über das Thema Klimawandel, über das Thema CO2-Emissionen zu reden. Dazu braucht es einen technisch-wissenschaftlichen Sachverstand und die Techniker und Wissenschaftler, und wir haben hier die Creme de la Creme der deutschen Energietechnik sitzen, die müssen einfach auch trommeln, die müssen sich bemerkbar machen, dass sie was Wichtiges zu sagen haben, weil grundlegend lassen sich diese Probleme nur technisch lösen. Also kann man zusammenfassend sagen, der VDE ist ein Schmelztiegel der Elektrotechnik, der Wissenschaftler, der Forscher, der Industriellen, die sagen können, liebe Leute, wir wissen, wie die Energiewende geht. Das ist genau richtig. Wir sind ein wissenschaftlich-technischer Verband und wir können Orientierung geben in einer Zeit, wo sehr komplexe Fragen auf die Menschheit zukommen, die sich nicht einfach und scherenschnittartig beantworten lassen, sondern wo es eine tiefgehende technische Analyse braucht. Und dort für die Menschen Orientierung zu geben, das ist Aufgabe des VDE. Herr Kegel, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich bin Michael Huppertz von Energy News TV. Wir sehen uns.